So, und damit wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Folge hier KX Drift Racing Online. Wir sind zurück mit einem wunderbaren neuen KZ und heute einem Auto, mit dem man natürlich so ein bisschen das Querfahren auf der deutschen Art und Weise verbindet, nämlich dem BMW M4 oder allgemein der Marke BMW. Und ja, wir werden uns heute diesen wunderbaren BMW M4 Coupé ein bisschen mal anschauen, was wir damit so ein bisschen anstellen können. Ich sag mal so, fitmenttechnisch können wir damit schon sehr viel anstellen, weil der steht serienmäßig. Katastrophal ist kein Ausdruck. Ich weiß nicht, was die kleinen Felgen hier drauf sollen, aber ist ganz, ganz weird. Ich persönlich mag den M4 sehr gerne. Bei der neuen Generation sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen zwiegespalten, weil der neue Grill so ein bisschen die schwierige Art und Weise von Grilldesign ist. Aber ich bin auch ehrlich, auch in der Generation fand ich den M3 sogar schon einen Tacken geiler als den M4. Und das liegt an der Karosserieform im Heckbereich insbesondere. Der M4 wird ja ab dem ganzen Seitenteil, also ab der Tür, geht er komplett breiter als der normale Vierer. Und beim M3 ist das ja ein bisschen anders gelöst worden, weil der M3 hat noch natürlich seine zweiten Türen, jeweils links, rechts. Und dementsprechend geht es erst nach der Tür in die Breite. Aber er ist an derselben Stelle genauso breit wie der M4. Also er muss nur um kurz mal einen Punkt zu bringen, was ich euch sagen möchte. Er hat weniger Blechfläche, um dieselbe Breite zu erreichen. Und dadurch wirkt das hinten einfach brutaler breiter, weil die Seitenkästen beim M3 halt nicht in der gesamten Länge verbreitet sind, sondern wirklich nur im Radbereich. Und dadurch wirkt das halt so ein bisschen bulliger. Ne? Versteht? Ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus möchte. Ich habe es extrem schwierig und unnötig kompliziert erklärt, aber ich wollte es mal kurz gesagt haben. Deswegen finde ich den M3 noch ein bisschen geiler. Ich würde sagen, wir gehen aber mal ganz kurz eine kleine Runde. Ein bisschen leiser machen. Wunderbar driften, um mal kurz zu gucken, was denn der serienmäßige M4 so drauf hat. Weil, ein bisschen testen. So, dann sind wir auch schon auf dem Racetrack und wir schauen mal, was der serienmäßige M4 so kann. Der müsste erstmal jetzt ein Stufe 5 Fahrzeug, dementsprechend dürfte er auch sich serienmäßig schon brutal gut eindrehen, wenn man es drauf anlegt. Dürfte er auch serienmäßig hier in KX schon recht gut sein, weil er eigentlich grundleistungstechnisch schon sehr hoch angesiedelt ist. Ich bin also gespannt, was der Kollege jetzt hier so in den Asphalt brennt. Sagt, die BMW ist ja schon sehr dafür bekannt, gute Querfahrzeuge zu sein. Also BMW ist ja auch schon mit dem Ansatz dran. Der BMW sagt ja nicht so, wir bauen was mal mit Heckantrieb und dann benutzen die Autos die Leute, Dann benutzen die Leute die Autos nämlich in einem ganz anderen Maß, wie als wir uns das vorgestellt haben. Nein, so ist es nicht bei den Jungs und Mädels von BMW. Die sehen auch schon so, ja, wir bauen schon Fahrzeuge, die das ein oder andere Querfahrmanöver gut abkönnen. Wenn ihr Fahrer nicht ein kompletter Vollidiot ist, wie ich das hier gerade demonstriere, Leute. Ja, aber er geht schon nicht verkehrt quer. Also man kann ihn schon entspannt halten. Natürlich gleich mit unserem wunderbaren Drift-Upgrade haben wir natürlich den Vorteil, wir haben mehr Lenkwinkel. Und mehr Lenkwinkel ist natürlich geil, weil mehr Driftwinkel dadurch. Und das wollen wir natürlich. Aber er ist jetzt nicht verkehrt. Er könnte ein bisschen mehr Bums gebrauchen. Er ist jetzt nicht unbedingt schnell. Aber da helfen wir gleich auch nach. Das ist ja gar kein Thema. Da werden wir gleich auch mal nachhelfen und uns mal wieder eindrehen. Meine Fresse, ich hab's aber heute auch hier, habe ich's aber auch mal raus hier. Wunderbar. Wir können theoretisch fast Gold schaffen, wäre ich jetzt nicht scheiße gewesen. Also man muss sagen, ich bin komplett scheiße am Driften und wir haben trotzdem fast Gold. Also, das spricht ja auch ein bisschen fürs Fahrzeug. Weil der Wagen trotz nicht vorhandener Fahrskills, die ich euch hier heute zeige, die Möglichkeit euch bietet, trotzdem Gold zu holen. Das ist Wahnsinn. Ihr müsst nicht gut sein für den M4. Wenig Skill hilft auch. Das ist wunderbar. So, bevor wir uns aber in den Wagen reinstürzen, möchte ich mal ganz kurz auf diesen wunderbaren Mod hinweisen. Den hatten wir schon mal früher drin, habe ich jetzt mal wieder geupdatet, nämlich den Kino-Mod, den es für KX gibt, wo man wunderbar Autogeballer, also hier ein Autogeballer, neue Sätze für dieses Auto, hier Auspuffgeballer, nicht Autogeballer, Auspuffgeballer, was man damit wunderbar einstellen kann. Wir können Neonbeleuchtung machen, wir können Kennzeichen in unser Auto bringen und, also sehr, sehr nicer Schüssel-Manissel, den ich euch gerne mal zeigen will. Wir können nämlich einfach hier Neons anbringen, wie ihr seht, und dann können wir die hier wunderbar anpassen. Wenn wir nämlich sagen, wir möchten jetzt, also wir können die erstmal natürlich noch viel heller machen, dann können wir auch noch einstellen, dass die pulsieren, was natürlich super geil ist für Need for Speed-Fans wie mich. Machen wir die Speed ein bisschen höher, dann sieht man das auch ein bisschen mehr und die Minimum Brightness niedriger. So, und jetzt kann man natürlich auch noch die Farbe einstellen, weil wir hätten natürlich jetzt passend erstmal blau. Ich denke, wir ändern die Wagen gleich noch, aber damit könnten wir blau einstellen. Das ist schon mal sehr nice. Und damit haben wir Neons, das ist schon geil. Und dann kann man noch Kennzeichen einstellen, theoretisch. So, wir haben Front- und Rear License Plate. Wir machen das Front License Plate mal aus. Und dann können wir an der Heckpartie das auch einstellen. Wir müssen das nur eben konfigurieren von der X-Achse und sowas. Ihr seht, das passt formtechnisch noch nicht so. Das müssen wir gleich mal machen. Das machen wir aber gleich erst, wenn wir ein Bodykit ausgewählt haben, weil ich glaube, die Kennzeichenposition könnte sich noch ein bisschen ändern. Und jetzt müssen wir noch gucken, irgendwo ist das wunderbar rumgebrobbelblobbel, was wir gerne hätten. Wir müssen das jetzt nochmal tune. Da, tune. Genau. So, Exhaust Volume, da können wir nämlich lauter machen. Dann können wir den Random Faktor aktivieren und dann
haben wir gleich wunderbare Schubabschaltung, sein Urgroßvater. Und das finden wir doch sehr attraktiv. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den restlichen Kladderadatsch, bevor wir uns dann noch kümmern, wie geil diese Kiste danach klingen wird. Wir werden das mal ein bisschen tunen, weil da muss noch ein bisschen was passieren bei unserem Amp. Erstmal letztlich, wir haben serienmäßig 442 PS, 485 Newtonmeter. Wir gehen aber aufs Ultimate-Tune und gehen damit schon auf 1044 PS und 1052 Newtonmeter. Ja, moin! Ja, moin! Das ist schon mal nicht ganz so verkehrt. Felgenfitment sieht aber auch schon direkt leckerer aus, aber ja, da werden wir gleich trotzdem noch ein bisschen gesondert Hand anlegen. So, wir gucken mal, was wir damit Schönes anstellen können, Bodykit-mäßig. Farbe passe ich gleich an, ich weiß noch gar nicht, welche Farbe ich machen will. Ich finde das Originale, den originalen Farbton gar nicht so schlecht. So, wir können Stock Material tunen. Dann haben wir DLC Sports, das ist aber DLC haben wir natürlich. Dann Custom Bodyworks, das ist schon gar nicht so geil irgendwie. Das gefällt mir echt überhaupt nicht, muss ich sagen. D-Master, oh, das ist schon ein bisschen breiter. Das ist, oh, jetzt fällt mir der Hersteller von dem Bodykit nicht ein. Die gibt es auch bei Need for Speed mit dem Fan, mit dem Kit. So, wie wir natürlich nach einem Real-Life-Kit empfunden, deren Namen mir mal wieder entfallen ist. Dann haben wir Missile. Okay, die war wirklich ernst, ist die ganze Front demontiert worden. Okay. Hinten auch komplett, Alter, hier fehlt ja wirklich die halbe Karre dadurch, what the fuck. Und A und G, das ist natürlich, ja, Liberty Walk einfach. Das ist hier einfach Liberty Walk. Jetzt bin ich überlegen, was wir machen. Ja, ich sag mal so, die Master gefällt mir noch am besten, weil noch am meisten BMW übrig bleibt. Das ist beim Missile weiß ich nicht, ob ich die Karre. Können wir das wieder zurückbauen, wenn ich es will? Oh, können wir rein theoretisch. Aber ich kann nicht. Ja, nee, die Verbreiterung gefällt mir aber eh nicht. Nee, wir nehmen die Master und bauen uns da was raus. Wir nehmen die Master. So. Ja, dann können wir empty machen oder eben mit bösem Blick. Den lassen wir mal weg, finde ich nämlich gar nicht so sexy. Wir sind nicht mehr im Jahr 2003. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, wenn der nicht mehr Autos dran ist. Dann können wir eine Bashbar dran machen. Schurstangen-Design ist davon aber ganz nice. So, Haube haben wir die Master. Stock wäre das. Dann haben wir gar keine. Auch nicht schlecht. Dann haben wir Custom Bodyworks. Ich finde sogar hier die R&T oder die Missile-Haube. Ich finde die Missile-Haube sehr geil. Die nehmen wir mal. So. Spiegel will ich sogar die Original nehmen. Ich mag die M-Spiegel nämlich sehr gerne. Ich finde die M-Spiegel vom Design sehr geil. Deswegen bleiben wir mal beim M-Design. So, Bügel kommt natürlich rein. Gibt es leider nur einen zur Auswahl, aber na gut. So, Heckdeckel können wir entweder den hier nehmen. Dann können wir ja, Verschlüsse dran packen. Oder eben ja hier den die Lightweight-Variante. Lightweight-Variante, mein Lieben. Friends and Peoples. Die könnten wir machen. Ich finde die hier sogar echt ganz geil. Wegen der Verstrebung und der zusätzlichen Bremsleuchte im Heckdecke selber. Leider, obwohl, ich sag mal so, ich fehlt ein bisschen was am Blech, aber wir können das Kennzeichen ja trotzdem da hinsetzen und dadurch die Optik wieder so ein bisschen herstellen. Wir machen das mal. So, Spoiler. Okay, ohne hat er, ich bin überlegen, ob wir den großen Flügel überhaupt fahren, weil M4 sieht auch ohne gut aus. Dann haben wir den kleinen Flügel, auch nicht schlecht. Großen Flügel, auch einen großen Flügel und Ducktail. Ich glaube, wir fahren heute mal DuckTale. Ich sehe mich da heute mal. Wir fahren heute mal DuckTale. Wir müssen aber ein bisschen was anderes machen. So, Rückleuchten haben wir leider keine Auswahl außer Empty und Stock. Schade. Ausbau haben wir mal ein bisschen was. Wunderbar. Ui, jetzt mal gucken, was haben wir denn? Ein Rohr hat aber auch was, ne? Ein Rohr fühle ich gerade auch ein bisschen. Das ist aber auch schon ganz schön geil. Ein Rohr runter auch. Also wir müssen entweder nehmen wir D-Master, Missile oder Pro-Flow. Komm, wir bauen nur ein Endrohr rein. Fertig ist die Sache. So, Sitze können wir ruhig lassen. Die originalen M-Sitze sind schon sehr nice. Das Lenkrad können wir gerne gegen was rausschmeißen. Das geht schon fit. Da kann ruhig was schön Geschüsseltes rein. Eine große Handbremse darf auch ihren Weg gerne in dieses Kfz finden. Schifter natürlich auch ein bisschen was Größeres, damit das hier auch ein bisschen besser reinpasst. Das funktioniert schon mal. So, jetzt müssen wir natürlich noch schicke Felgen für den Kollegen wählen. Und da bin ich natürlich jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen, was man einem M4 denn Schönes geben kann. Oh, die geben die ja immer noch nicht. Ich bin jedes Mal wieder am Gucken und natürlich funktionieren die jedes Mal aufs Neue nicht. Ja, Falken wäre natürlich ein sehr passender Hersteller. Ja, fast schon. Oh, T37 sind aber schon lecker Schmecker, Alter. Boah. T37 kommen erstaunlich gut auf einem Bimmer. Bin ich gerade ehrlich. Aber Tiefbett wäre. Ich hätte auch Bock auf Tiefbett, ne? Ich hätte auch sehr Bock auf Tiefbett. Und Hieferfelgen. Ach, sind die Stalis. Ne, das wollen wir nicht. Workwheels. Ja, ich sag mal so, Tiefbett wird halt mit dem Breitbau wieder sehr gut harmonisiert. Vor allem haben die eine sehr, sehr schön gezogene Reifen. Man sieht so ein bisschen die Felgenkante raussteht. Das ist natürlich gerade ein bisschen an. Ja, wir nehmen das mal. Ja, kaufen. So. Ich würde aber gerne noch andere Reifen drauf haben.
Bruder. Ne, wir lassen den Reifen mal clean. So, bevor wir jetzt natürlich ans Skip-Fit mit reingehen, werden wir mal ganz kurz gucken, was wir farbtechnisch so machen. Weil da bin ich mir noch gar nicht so sicher, was wir hier genau vorhaben mit unserem Bimmer. Ja, rot, da. Ich hätte, das Geile ist ja natürlich hier geil gewesen, hätten wir noch die Facelift-Rückleuchten bekommen können. Das wäre natürlich noch nice gewesen, weil die hätten natürlich der Optik noch ein bisschen gut getan. Weil ich mag beim M4 bei der Generation vor allem nicht diesen gelben Blinker. Der macht das Ganze halt echt schön. Oh, wir können die Rückleuchten ja gleich einfärben. Wir machen die gleich einfach knallerrot. Haha. Oh, ist ja gut, dass es den Mod mittlerweile gibt, ne? Und ganz weiß auch nicht schlecht. Schwarz wäre cool, aber da erkennen wir einfach keine Details mehr in dem Spiel. Und das ist dann halt auch ein bisschen mehr. Das bringt uns nicht so viel. Ein bisschen mehr. Ich weiß echt nicht, welche Farbe wir machen. Machen wir einen gelb einfach? Machen wir einen gelben Bimmer? Ich bin mir nicht sicher, Alter. Was wollen wir denn für eine Farbe auf dem Ding fahren? Jetzt mal ehrlich, ey. Nee, rot kommt für mich nicht so. Was damit ich gerne einfach nur Glanz glaube. Oh, warte mal, Glanz könnte. Na, ah, jetzt vielleicht gelb. Einen vernünftigen Gelbton hinkriegen. Ja, das ist zu grell. Geht auch schon wieder nicht fit irgendwie. Ja, wieder die fröhliche Farbauswahl mit Lukas. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder den ganzen Tag dran, wie ich nur die Farbe auswähle. Komm, wir machen jetzt einfach mal knallgrün. So, einfach mal, weil es geht. So, kaufen. Dann schreiben wir vorne Töne mal einfach. Die machen wir einfach ein bisschen dunkler. Nicht ganz so dunkel vielleicht. Einfach nur ein bisschen dunkler. Dankeschön. So, und Rückleuchten möchte ich gerne in Rot haben. Sieht gar nicht mal so gut aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, leicht abgedunkelt. Ja, dann sieht man den Blinker nicht mehr so stark. Mich stört halt, wie gesagt, der gelbe Blinker. Der, finde ich, lässt den Wagen halt sehr altmodisch wirken. Das finde ich nicht so nice. So, das finde ich schon mal ganz gut. Dann müssen wir natürlich noch unser Neon mal anpassen, weil das passt natürlich farblich jetzt vorne und hinten nicht mehr. Das müssen wir jetzt ein bisschen mehr ins Grüne heben. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, das wirkt schon ganz stimmig. So, jetzt wollen wir hinten natürlich noch unser Kennzeichen haben. Das war ja auch der Plan. Heißt, das werden wir noch konfigurieren müssen. Das müssen wir jetzt erstmal anpassen. Wir können gleich nur die Optik, können wir gleich auch noch anpassen. Aber wir wollen jetzt erstmal das Kennzeichen natürlich hier in dem Bereich hin haben. Heißt, wir müssen Z-Achse, ja, das passt schon mal. Dann Y höher, ne? Ja. Oh, steht aber ganz schön weit drin dadurch, ne? Fällt mir gerade auf. Weil da wirklich sehr viel vom Hektar fehlt, wie mir gerade auffällt. Hoppla. Wir bringen es halt ganz doof an die Heckschussstange an. Wäre natürlich auch eine Option. Warte mal ganz kurz. Wir können gucken, ob das irgendwie was hermacht oder ob ich sage, eieiei. So, mal so. Ja, warte mal ganz kurz. So, wir können jetzt hier License Plate. Wir machen mal Japan. Dann hätte ich aber gerne dieses Überführungskennzeichen, weil das sieht ein bisschen cooler aus. Ich sag mal gucken. Class Code. Ah ne, da kann ich da. Temporary Plates, genau. Ja, das ist schon okay so. Wir können natürlich auch ganz ohne fahren. Eigentlich wollte ich. Ja, theoretisch müsst ihr ohne fahren. Also ich wollte es euch mal gezeigt haben, geht halt bei vielen Autos, werden wir es auch nutzen, aber hier macht es halt keinen Sinn. An der Front könnten wir es theoretisch dranpacken. Könntest mal die Front zumindest dranpacken, dann haben wir dazu müssen eine Kleinigkeit dran. Das passt doch ganz gut. So, jetzt müssen wir einfach mal hier hin. Gucken, wie weit darf ich. So, da haben wir es doch. Wunderschön. So, Neon haben wir auch. Wunderbar. Das passt alles. Sehr schön. Das können wir alles so lassen. Jetzt können wir uns ums Fitment kümmern, weil das muss jetzt auch noch ein bisschen behoben werden. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln. Wer weiß. Da ist ja auch noch was dran. Wir gehen mal kurz an Leistung. Oh, da geht's. Ui, da geht sogar noch richtig was. Wir können. Wow, okay, warte. Eieieiei. Okay. Alter, 1282 PS kann man aus dem M4 kitzeln. Ja, moin, da geht aber ein bisschen was. Holy shit. Okay, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Fitment ändern. Die Karre muss natürlich erstmal ein paar Zentimeterchen tiefer. Und ich glaube, ich würde auch gerne fast so Zollgrößen mehr fahren. Na, 5 geht da nicht mehr runter, ne? 5 ist so. Boah, das sieht aber schon knackig aus. So, oh, sind 20 Zoll schon. Holy shit. Okay, dann machen wir vielleicht. Ja, aber dann machen wir weniger Reifen, ne? Gerne breiter, aber Flanke niedriger. Trotzdem kriege ich das niemals in die Karre unter. Holy shit, wie soll das denn jemals passen, Alter? Wäre ich außer, wenn ich nur 18 Zoll fahre vielleicht. Ja, aber mit 18 Zoll würde ich das versenkt bekommen. Das sieht ja vollkommen bescheuert aus. Ich will schon 20 fahren, das geht gar nicht anders.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir machen vorne mal ein bisschen höher, ein bisschen was. Oh. Und schon hat sich das Problem behoben. Holy shit. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Wir können noch ein bisschen mit Sturz arbeiten. Warte mal. Wir haben ja noch ein bisschen die Möglichkeit, die Karre komplett in den ins Grätschen reinzubringen. Oh, ja, so viel vielleicht nicht. Wir noch hier vorne ein bisschen höher, hinten noch ein bisschen höher. Ja, wann sind wir? Jetzt sind wir raus mit dem Reifen. Sehr schön. Und wie sieht es mit dem Lenken aus? Sicher richtig gut. Glitscht nur ein bisschen, aber ist okay. Damit kann man sehr gut arbeiten. Ich merke gerade, ein bisschen liegen wir auch an. Heißt, wir müssen auch vorne ein bisschen mehr Radsturz fahren. Damit das funktioniert. Boah, wir müssen eigentlich mehr Reifen fahren. Das sieht echt lächerlich aus, so mit der so wenig Flanke beim M4, ne? Ja, ein bisschen mehr Radsturz, Reifenflanke müssen wir schon fahren. Das sieht sonst lost aus. Problem ist, dann müssen wir höher, weil sonst gibt das keinen. Heieiei. Wir werden Höhen gefahren, das ist ja lächerlich. Obwohl, der liegt ja immer noch ganz gut da. Also er steht ja immer noch recht ordentlich, würde ich mal sagen. Er ist immer noch nicht zu hoch. Ist ja immer noch okay. Lenken funktioniert jetzt auch ein bisschen besser. Ist schon okay so. Ist okay. Ha, es ist in Ordnung. Wir nehmen das mal so an. Ja, einmal annehmen. Okay, würde ich mal sagen, wir gehen mal eine Runde driften und schauen mal. So, dann sind wir hier schon in der City. Ihr seht schön Kennzeichen drauf, schön tief die Bude. Das sieht schon sehr lecker aus, jetzt muss man mal sagen. Das sieht schon gut aus. Dann haben wir hier schön das Unterbodenlicht, was schön am Blinken ist. Ist schon geil, dass Modder das hinkriegen. Ne? Ist, wie gesagt, im Vanilla-Spiel immer noch nicht enthalten, aber Modder haben es reinbekommen. Ich würde mal behaupten, bei KX Street werden wir uns darüber freuen können, dass sowas, denke ich mal, im Spiel reinfinden wird. Würde mich stark wundern, wenn die Jungs von KX Drift Racing das nicht mitbekommen haben. Und sehen, dass die Leute sich das selber reinmodden. Oh. Wir sind noch nicht viel am Bloppeln, oder? Bin ich bescheuert. Das ist schon sehr... ist auch nicht an. Hier, unser Tune ist nicht an. Jetzt aber. Das ist ein Exhaust. So. Müsste jetzt eigentlich... funktionieren. Ja, zumindest Flammen haben wir. Die Flammen sind auf jeden Fall größer. Der ist schon angewiesen. Okay, die Flammen sind schon ein bisschen größer. Das sind schon keine KX Drift Racing normalen Flammen. Das sind schon krassere Flammen. Gut. Schauen wir, was der M4 jetzt mit ein bisschen mehr Bums so kann. Ein bisschen mehr Bums ist gut, 1000 PS. Wir haben das Dreifache an Leistung jetzt in dieser Bude hängen. Das merkt man. Den kann man nämlich sehr schön entspannt hier reinplatzieren, den Kollegen. Kann sich auch schön neben die Straße verpissen und diese Mülltonne umhauen. Das geht alles wunderbar. Und dann macht man einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Das kann man auch tun. Ja, ich und der M4, wir werden uns nicht so ganz einig, was mein Driftziel angeht. Wir drehen uns gerne ein. Also in Klammern, ich drehe mich gerne ein. Der M4 muss darunter leiden, dass ich es auf ihn schiebe. Naja, was soll man machen? So, geben wir meinem Fasti nochmal eine weitere Chance. Ich will irgendwie zumindest heute einmal Gold hinbekommen. Heute ist der Wurm drin, ich sage es euch. Also Tuning von meinem M4 nebenbei finde ich ganz geil. Sind einige coole Kids dabei. Ich hab's heute aber auch heute. Also der M4 und ich. Wir werden uns nicht so ganz einig, glaube ich, ey. Also irgendwie das. Boah, wird so nix. Aber Tuning ist zumindest geil. Tuning is nice to have. Sag mal, wie das ist. So, schön hier reindenken. Wunderbar. Ja, komm. Ja, schön eng. Ja, sehr schön. Guck mal, da kommen wir doch schon wieder rein hier. Oh, komm, weiter rum. Nein, noch nicht ein. Alter. Der hat aber auch einen schnellen Punkt, wo er sich eindreht. Also jetzt mal ehrlich, also ich habe gedacht, das wäre jetzt eine Serie so ein Problem. Aber das macht er mit dem Drift-Setup. Aber auch schon sehr gern. Also, wenn man überlegt, was die Kiste hier in-game kostet, also wie gesagt, ein Stufe 5-Fahrzeug, dementsprechend ein bisschen teurer. Gibt es bessere Alternativen, die ich euch vorschlagen würde, statt dem M4. Ja, das ist auch nice to have, aber jetzt nicht unbedingt das to go beste Drift-Auto, so meiner Meinung nach. Ich sehe schon, kommen die ganzen KX Street. KX Drift Racing Community jetzt gleich in den Kommentaren hier. Also, Lukas hat gar keine Ahnung, der M4 ist das Meta-Auto überhaupt. Also, das muss man mal ganz klar gesagt haben. Kann sein, aber ich bin halt nicht Meta, ne? Ich bin. unter Durchschnitt. Toll. Alter, ey, heute ist aber auch hier. Meine Fresse, was ist denn los hier? Ist aber auch hier nicht mein Tag. Oh, komm schon.
Zumindest Gold. Okay, vergesst es. Heute. Ich habe Gold nicht verdient. Wenn wir hier kein Gold bekommen, ist das rein aus Nichtverdientheit. Also rein aus dessen, dass ich es wirklich nicht verdient habe, Gold zu bekommen. Ah, ich kriege jetzt am Ende vielleicht doch Gold, aber das hat mal wirklich nichts mit Skill zu tun. Das, lassen wir mal außen vor. Das lief jetzt nicht so gut. Also, ich sag mal, das ist verbesserungswürdig. Da hatten wir schon bessere Tage. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein schönes Auto. Wieder optisch kann ich euch hier empfehlen. Vielleicht fährt er sich auch gut, wenn man gut driften kann. Das kann durchaus sein. Habe ich euch aber heute nicht zeigen können. Ja, heute war nicht so mein Tag. Ich hatte heute, ich suche mir gleich noch irgendeine Ausrede raus. Irgendwas fällt mir schon noch ein. Das schneide ich dann vielleicht rein. Und dann macht das alles viel mehr Sinn im Zusammenhang. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann macht zum Beispiel Sinn, das Video zu liken. Das wäre zumindest eine Option. Könnt ihr einen Daumen da oben da lassen. Und dann bin ich raus. Und wir sind im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.